Ja, hallo auch von unserer Seite. Ein herzliches Willkommen zum ersten Vortrag heute Morgen zu suchgetriebener Anwendung mit Elasticsearch und SOLA. Vielleicht vorweg noch kurz. Gestern haben wir ja relativ viel Neues gehört zu Technologien, Big Data und so weiter. Die Sachen mit Elasticsearch und SOLA ist es so, das ist jetzt nicht was brandaktuelles. Wir stellen jetzt auch nicht die super aktuellen Features vor, die mit Elasticsearch 2.0 kommen, sondern es geht eher darum, dass wir schauen, wie wir in klassischen Anwendungen eine Suchmaschine integrieren können und dadurch auch Mehrwerte haben. Zunächst möchte ich mal für das ganze Thema motivieren mit einer kleinen Einführung. Dann erzählt euch der Florian was zur Datenstruktur und zur Verteilung. Und der Hauptteil ist dann einfach Anwendungsfälle, wo wir gewisse Mehrwerte haben, wenn wir eine Suchmaschine integrieren. Und natürlich gibt es auch Fallstricke, auf die wir im letzten Agendapunkt aufmerksam machen möchten. So, Suche. Klassischerweise, wenn jemand sucht, reden die meisten ja schon, ja, ich google mal schnell. Die sieht bei Google relativ einfach aus, wenn ich nicht angemeldet bin, bin anonym und ich gebe vielleicht nicht einen Begriff ein wie so ein Hotel oder so, dann bekomme ich auch nicht viel Werbung, sondern ich sehe einfach eine klassische Liste mit meinen Ergebnissen und teilweise noch so ein bisschen Anreicherungen. Wenn man aber ein bisschen genauer reinschaut in so eine Volltextsuche bei Google, dann steckt da doch ganz schön viel dahinter. Ich möchte das an so einer Enterprise-Suche mal kurz einfach zeigen, dass das viel mehr ist, wie nur so ein Eingabefeld und eine Ergebnisliste. Da passiert nämlich ganz schön viel im Hintergrund. Zum einen habe ich diese unstrukturierte Suche, wie wir es eben jetzt gerade bei Google gesehen haben. Dann habe ich auch eben bei Google gibt es sowas, wenn ich mich verschreibe, solche Determine-Funktionalitäten, also wenn ich einfach einen Schreibfehler drin habe, dass ich dann Vorschläge bekomme. Autocomplete oder Synonyme, also so irgendwas, ich gebe Burg aus, ein und dann sehe ich auch, sage ich mal, Treffer zu Schlösser. Natürlich habe ich eine Sortierung oder eine Blätterung, ist was ganz Einfaches. Aber auch so eine strukturierte Suche, das heißt, in dem Beispiel habe ich in meiner Ergebnisliste gewisse Tags und wenn ich jetzt dann auf dieses Tags einfach klicke, dann suche ich auf ein bestimmtes Feld meine Ergebnismenge und die Ergebnisse, die müssen dann eben gewissermaßen getaggt sein. Das heißt, ich gehe auf konkrete, ja, wenn es jetzt in der Datenbank abgelegt ist, auf konkrete Spalten. Außerdem gibt es natürlich sowas wie Highlighting, das heißt, wenn ich einen Suchbegriff eingegeben habe und mein Treffer wird dann entsprechend einfach gehighlightet. Oder ein ganz wichtiges Thema, wo wir nachher auch drauf eingehen, ist solche Facettierung. Das heißt, so Facettierung ist eine Möglichkeit, um meine Ergebnismenge einzuschränken, was man auch ganz gut, oder was, denke ich mal, jeder von euch kennt aus dem Bereich des E-Commerce, wo wir nachher auch noch Beispiele vorstellen. Aber neben dieser Volltextsuche gibt es für Suchmaschinen viele mehr Einsatzszenarien. Ich kann beispielsweise auf eine Datenbank komplett verzichten und kann eine Suchmaschine als Primary Cache benutzen. Wie sinnvoll das ist, kommen wir auch nachher noch ein bisschen dazu. Als Primary Store meine ich verwenden. Ich kann das Ganze als Cache verwenden, das heißt, ich habe meine Daten in der Datenbank drin und für die lesenden Zugriffe gehe ich über die Suchmaschine. Oder Geosuche, das heißt, finde die nächste Pizzeria im Umkreis. Log-Analysen kennen die meisten wahrscheinlich jetzt schon aus dem Elk-Stack von Elasticsearch. Oder Analytics, das heißt so in Richtung Data Warehouse, dass man da, also man kann natürlich mit einer Suchmaschine nicht irgendwie ein komplettes Data Warehouse abbilden, aber man kann schon gewisse kleinere Sachen da ganz gut, sage ich mal, analysieren. Das heißt, Suchmaschinen haben heute im Vergleich zu vor vier, fünf Jahren ein weit größeres Einsatzszenario. Und was wir jetzt zeigen wollen, ist einfach, dass Suche mehr ist wie Volltextsuche, wie man es klassisch kennt. Außerdem funktioniert Suche im Großen und Kleinen. Das heißt, ich brauche nicht irgendwie Millionen von Datensätzen, sondern ich kann die auch in klassischen Anwendungen auf irgendwelche kleineren Tabellen sinnvoll schon einsetzen. Und ich kann aber auch entsprechend skalieren, wenn Datenmengen wachsen. Und
Deshalb sagen wir, Suche kann auch bei klassischen Anwendungsfällen, also klassisches relationales Datenbankmodell, vorne dran irgendwie ein Applikationsserver, kann die unterstützend wirken und kann einfach Mehrwerte schaffen. Zunächst nochmal kurz, generell unterscheidet man bei Daten zwischen strukturierten und unstrukturierten Daten. Das heißt, eine relationale Datenbank enthält typischerweise strukturierte Daten, allein schon bedingt durch die ganzen Tabellen. Sowas wie ein LDAP-Server ebenfalls ist irgendwie geordnet, weiß ich genau, in welchem Feld eben der Login-Name drinsteht. Oder auch sowas wie Excel-Sheets sind genauso strukturiert und teilweise natürlich auch solche Web-APIs oder generell APIs von Applikationen, wo ich genau die Felder irgendwie definiert habe. Unstrukturierte Daten, das ist eigentlich das, was man so am meisten in Suchmaschinen findet, sind eben sowas wie Webseiten, E-Mails, da weiß ich einfach nicht genau, da ist irgendwie eine Masse an Zeugs drin, aber ich kann das nicht irgendwie die Inhalte genau immer zuordnen. Oder Text, Office-Dokumente, PDF-Dokumente, Logfiles teilweise, also Logfiles teilweise, wenn man die dann natürlich entsprechend genau aufteilen kann, was an erster, zweiter Stelle steht, sind sie auch wiederum strukturiert, zählt aber dennoch eher zu den unstrukturierten. Und genau bei den Fällen, die wir zeigen, bringen wir auch solche unstrukturierten und strukturierten Daten dann einfach mit zusammen. Bei klassischen Applikationen sehen wir eben das Problem, oftmals hat man da einzelne Datensilos, das heißt, die Daten sind irgendwo unabhängig verteilt und wenn ich die zusammenbringen will, dann ist das relativ schwierig. Und genau da greift so eine Suchmaschine ein und es ist relativ einfach möglich, solche Daten zu konsolidieren. Außerdem, wenn die Datenbank immer größer wird, habe ich vielleicht eher ein Problem wie mit einer Suchmaschine, wenn ich skalieren möchte, weil ich da relativ einfach bei einer Suchmaschine Replizierung, also es geht bei Datenbank natürlich auch alles, aber da kann ich relativ einfach so Caching-Mechanismus, also die Suchmaschine als Cache- oder Lesespeicher dann nutzen. Und bei häufigen Änderungen in relationalen Datenbanken ist es ja auch nicht immer im Produktivbetrieb so einfach, wenn ich beispielsweise so ein Alter Table mache und ich habe eine sehr große Tabelle, dann kann das ja doch mal eine gewisse Zeit dauern und da ist man bei Suchmaschinen doch etwas flexibler Richtung Schema und Abfragen. Wenn ich Suchmaschine und Datenbank gegenüberhalte, also wirklich nur jetzt einen ganz High-Level-Überblick, da gibt es natürlich noch viele andere Unterschiede, dann ist ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal dieses semantische Modell. Das heißt, bei einer Suchmaschine habe ich so eher eine Dokumentenstruktur. Das heißt, Dokument kann man sich vorstellen einfach wie so ein Baum, der nach unten geht. Während in einer Datenbank relational habe ich einzelne Tabellen und ich kann da zwischen Tabellen join. Jetzt bei einer Suchmaschine kann ich jetzt nicht so einfach join. Da gibt es zwar auch in Elasticsearch Parent-Child-Beziehungen, aber so generelle Joins ist doch ein bisschen was anderes wie in einer Datenbank. Ich speichere meine Daten in der Suchmaschine in einem Index. Das kann man ungefähr korrespondierend sagen zu einer Tabelle in der relationalen Datenbank. Und die Daten selbst, die sind denormalisiert abgelegt in der Suchmaschine, das heißt, ich habe auch öfters mal vielleicht Duplikate, während sie in der Datenbank eben einfach normalisiert sind. Das heißt, sowas wie ein User, den habe ich nur genau einmal eigentlich in meiner User-Tabelle drin und gegebenenfalls bei einer Suchmaschine aus Performance-Gründen ist dann vielleicht der User auch öfters abgelegt. Das heißt, aus unserer Sicht, solche Search-Driven Applications, die unterscheiden sich von klassischen Applikationen dahingehend, dass die Suche ein Kernbestandteil ist und nicht irgendwie so an der Seite nur mit dabei liegt. Und zum anderen dient sie in der Regel immer als zentraler Lesespeicher für die für schnellere Abfragen und für bessere Skalierung. Soweit zu einer kurzen Motivation. Der Florian erzählt euch jetzt was zum Aufbau der Datenstrukturen und zu der Verteilung. Ja, genau. Was natürlich dann ganz wichtig ist, um sich erstmal Gedanken darüber zu machen, wie die Daten abgelegt werden. Das ist, wenn man darüber nachdenkt, immer ein mehrstufiger Prozess. Also man hat einmal
die reinkommenden Inhalte, die dann eben als Dokument abgelegt sind. Und der sogenannte Analyzing-Prozess wird dann eben genutzt, um die Daten in den Index zu überführen, in den invertierten Index. Wir gucken uns die Schritte auch einzeln an. Ist alles am Beispiel von Elasticsearch, aber die grundlegende Funktionsweise ist eigentlich auch bei Solr natürlich die gleiche. Bei allen Lucene-basierten und auch bei anderen Suchmaschinen ist es oftmals sehr ähnlich. Genau, also was hier reinkommt, ist, wir haben es schon gehört, es wird immer mit Dokumenten gearbeitet. Im Fall von Elasticsearch ist es auch sehr explizit gemacht, dadurch, dass eben JSON zur Formulierung der eingehenden Dokumente verwendet wird. Hier im Beispiel zwei Vortragsbeschreibungen, die eben dann als einzelne Dokumente indiziert werden würden oder gespeichert werden in der Suchmaschine. Man sieht schon, dass da eigentlich ein paar unterschiedliche Datentypen auch möglich sind. Also das meiste sind eben die Strings, die dann auch mit Volltextmechanismen eben durchsucht werden können. Wir haben sowas wie Listen jetzt in dem Bereich von den Speakers und im Fall von Elasticsearch auch noch so spezialisierte Typen wie eben zum Beispiel hier für das Datum, auch wenn es nur so auch als String angegeben ist in JSON, gibt es da Mechanismen, dass das automatisch erkannt wird. Zusätzlich gibt es noch viele weitere Typen, also vor allem numerische Typen sind wichtig und auch, wir haben es schon gehört bei den Anwendungsfällen, dass man Geodaten speichern kann. Zusätzlich ist es auch möglich, diese Dokumente, die können unterschiedlich gestaltet sein. Also auch hier, es können Felder fehlen oder dazukommen. Es könnte möglich sein, dass einmal nur ein Wert angegeben ist, das andere Mal eine Liste. Da ist die Suchmaschinen an sich sind da flexibel gegenüber. Wenn dieses Dokument jetzt reinkommt, dann muss das erstmal durch die Suchmaschine verarbeitet werden, damit es überhaupt gespeichert werden kann, richtig. Einfach so eine Art Pre-Processing, der sogenannte Analyzing-Prozess, der eben dafür da ist, um die einkommenden Daten dann aufzuspalten und so abzulegen, dass möglichst schnell darauf zugegriffen werden kann. Und vor allem, wenn es um Textdaten geht, ist das natürlich wichtig. Und da geht es normalerweise darum, dass eben Terme verändert werden. Wir werden da gleich noch Beispiele sehen. Oder gar entfernt werden. Oder zum Beispiel im Fall von Synonymen werden dann neue Terme hinzugefügt. Wie sieht sowas aus? Immer bei den Lucene-basierten Systemen, wie es eben für Solr und Elasticsearch der Fall ist, wird da so eine Analyzer-Kette durchlaufen. Wir sehen hier ganz oben den Text, wie er jetzt im Beispiel für das Titelfeld reinkommt in die Anwendung. Suchgetriebene Applikationen, dann ist immer ein mehrstufiger Prozess, der da durchlaufen wird. Das geht immer los mit einem Tokenizer, der den ursprünglichen Text erstmal anhand von bestimmten Eigenschaften aufspaltet. Also dieser Standard-Tokenizer, der auch verwendet wird, wenn man sonst nichts angibt, ist zum Beispiel für westliche Sprachen gut geeignet. Das heißt, der splittet zum Beispiel anhand von Leerzeichen auf oder anhand von Satztrennzeichen. Für andere Sprachen, also vor allem im asiatischen Raum, die auch teilweise keine Leerzeichen verwenden, muss man da andere Mechanismen natürlich gehen, um überhaupt die einzelnen Wörter erstmal rauszukriegen. Der nächste Schritt, hier kommt raus erstmal die einzelnen Wörter dann aufgesplittet am Whitespace und dann kann man eben, je nachdem, was für Suchen oder was für Zugriffe man in der Anwendung umsetzen will, kann man unterschiedliche Prozesse hier noch durchlaufen. Also hier im Beispiel wird eben so ein Lowercase-Filter angewendet, der alles in Kleinbuchstaben umwandelt. Der ermöglicht dann erstmal zum Beispiel die Suche oder den Zugriff, eben dass die unabhängig ist von Groß- und Kleinschreibung. Schließlich für klassischer Volltext macht man dann manchmal noch sowas wie, dass eben sprachspezifische Prozesse durchgeführt werden. Hier im Beispiel mit so einem Stemming, wo eben versucht wird, für die jeweilige Sprache dann in die Grundform des Wortes umzuwandeln, wo dann eben es keine Rolle mehr spielt, ob Einzahl oder Mehrzahl verwendet wird oder eben auch unterschiedliche Formen der Verben. Das ist
ein algorithmischer Prozess, der da meistens eingesetzt wird. Und der hat auch seine Grenzen, weil eben Sprachen meistens auch nicht so klaren Regeln folgen, wie wir es als Informatiker gerne hätten. Und deswegen ist auch hier, es ist ein Abwägen, ob man so einen Prozess einsetzt oder nicht. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Natürlich für die eigenen Anwendungen, für die eigenen Daten müsste man sich da selbst überlegen, was ein sinnvoller Prozess sein kann. Die eigentliche Ablage dieser Daten, die wir da verarbeitet haben, passiert dann in dem sogenannten invertierten Index. Der dreht eigentlich so den Zugriff ein bisschen um, wie man sich sonst bei einer naiven Suche vorstellen würde. Der legt die entstandenen Terme dann so ab, dass leicht über diesen Term auf die Dokumente zugegriffen werden kann, in denen der entsprechende Text enthalten ist. Und das Ganze kann auch auf unterschiedliche Weise passieren. Das heißt, ich kann einmal meinen Inhalt auf die Weise, wie wir es gerade gesehen haben, eben für deutsche Texte verarbeiten. Und dann zum Beispiel für einen anderen Zugriff kann ich dann was anderes wählen. Also kann zum Beispiel sagen, okay, die Groß- und Kleinschreibung soll nicht verändert werden, weil ich eben immer ganz exakt darauf zugreifen will. Und das sind diese Überlegungen, die eigentlich auch oftmals einen Großteil des Entwurfs so einer Suchanwendung dann ausmachen, weil man entscheidet sich vorher, wie will ich nachher auf die Daten zugreifen und legt sie dann auch entsprechend im Suchindex ab. Genau, der Suchterm ist einem Dokument zugeordnet und das entspricht auch, der Begriff Index ja, kommt ja so aus der Bibliothekswelt. Und auch wird verwendet, um zum Beispiel so das, was hinten in einem Buch drin ist, irgendwie so dieses Stichwortverzeichnis, wo man anhand von einzelnen Begriffen danach gucken kann, wo taucht dieser Begriff auf. Das heißt hier im Beispiel, wenn ich nach Applikation suche, dann sehe ich direkt hier, Applikation trifft diesen Begriff und weiß, das taucht in Dokument 1 und Dokument 2 auf. Und das ist eigentlich so der Mechanismus, der den ganzen Zugriff bei so einer Suchmaschine so schnell macht. Da eben nicht zur Suchzeit irgendwie die Dokumente durchsucht werden, sondern das vorverarbeitet wird und dann so abgelegt wird, dass schnell darauf zugegriffen werden kann. Und hier unten ein Beispiel, wo dann zum Beispiel für die Sprecher oder so, für so einen Vortrag, kann man sich vorstellen, man will da vielleicht immer direkt drauf zugreifen und auf jeden Fall für Namen will man auf jeden Fall zum Beispiel kein Stemming durchführen. Deswegen würden die halt anders verarbeitet werden als jetzt so ein Volltextfeld. Und das Ganze kann man auch auf Feldbasis mehrfach unterschiedlich verarbeiten. Hier ein Beispiel, wie so eine Analyzer-Konfiguration, das nennt man im Beispiel von Elasticsearch's Mapping, aussehen kann. Also hier ist einfach angegeben, wie jeweils die Felder abgelegt werden sollen. Im Fall von dem Datum hier oben, was für ein Pattern das entsprechen soll, wenn es initiiert wird. Und dann zum Beispiel hier für die Sprecher ist angegeben, wir wollen das auf zwei Arten initiieren. Einmal ganz normal, wie es Elasticsearch standardmäßig macht. Und dann noch einmal hier wollen wir diesen speziellen Analyzer verwenden, der dann an anderer Stelle konfiguriert ist. Aber das sind so diese Entscheidungen einfach, wie sollen unsere Dokumente gespeichert werden, wie werden die einzelnen Felder abgelegt. Und das ist eigentlich immer getrieben davon, wie wir dann nachher auch auf die Inhalte zugreifen wollen. Hier unten sieht man dann für den Titel noch, wie wir es auch gesehen haben, dass hier einfach dieser German Analyzer verwendet wird. Diese ganzen Mechanismen, die Grundbausteine, die sind alle mit enthalten, sowohl in Elasticsearch als auch Solar, aber die Entscheidung, wie die zusammengesetzt werden, welche Felder wie durchsucht werden, das ist das, was wir dann als Entwickler noch treffen müssen. Genau, wir haben gesehen, für die Modellierung des Index, wir reden grundsätzlich von Dokumenten. Im Fall von Elasticsearch eben sehr klar, dadurch, dass es in JSON ist, wo man ja auch von JSON-Dokumenten spricht. Aber auch in anderen Systemen, schon in Lucene selbst, wurde es immer als Dokument bezeichnet und der Begriff kommt eigentlich schon so aus dem klassischen Information Retrieval. Andere Systeme verwenden ein anderes, Oracle Text zum Beispiel macht es mit XML-Schema, um das zu beschreiben, aber es geht eigentlich immer um Dokumente, die aus Feldern bestehen. Wie die Daten dann intern abgelegt werden in dem invertierten Index, entscheiden wir dann so eben, wie wir nachher auf die Daten zugreifen wollen.
Wir haben es jetzt gesehen für Textdaten, wie man eben den Analyzing-Prozess da dafür nutzen kann. Aber auch schon für sowas wie numerische Daten können wir uns dann entscheiden, in welcher Genauigkeit wollen wir denn die ablegen? Oder auch für Datumswerte, in welcher Genauigkeit brauchen wir sie überhaupt? Das ist immer abhängig davon, wie wir dann später auf sie zugreifen, weil es unterschiedliche Performance-Charakteristika auch hat. Und wenn wir Daten ablegen, dann passiert es oftmals dupliziert, und zwar auf mehreren Ebenen. Also wir haben einmal dieses Dokumentenmodell, wo wir, wie der Tobias vorhin schon gesagt hat, eben im Gegensatz zu einer relationalen Datenbank, wo wir über Fremdschlüsselverknüpfungen arbeiten, immer eigentlich im Dokument auch mehrfach das Gleiche indizieren. Also wenn wir uns vorstellen, dass wir in unseren Vortragsbeschreibungen noch Details zur Konferenz enthalten haben, sowas wie Name, Location und sonstige Daten, dann würden wir das unter Umständen auch für jedes Suchdokument neu indizieren einfach. Also genauso wie man es auch bei anderen Dokumentendatenbanken wie jetzt MongoDB oder so macht. Die zweite Duplizierung ist dann auf interner Ebene. Das heißt, wir entscheiden uns unter Umständen, dass wir auf ein Feld, das in diesem Dokument drin ist, auf unterschiedliche Weise zugreifen wollen. Und das bedeutet dann auch, dass wir auf unterschiedliche Weise in den invertierten Index schreiben. Das heißt, ein Beispiel, einmal eben die Autoren vielleicht exakt geschrieben, wie sie sind, und einmal vielleicht nur den Anfangsbuchstaben oder so, damit wir das relativ einfach, ein Glossar oder sowas aufbauen können oder so eine alphabetische Navigation. Und das Ganze müssen wir uns eben überlegen, bevor wir bevor der Abfrage. SQL ist eher was, wo wir flexibel immer wieder darauf zugreifen können, bei der Suchanwendung oftmals bei der Indizierung festlegen, wie nachher darauf zugegriffen wird. Wenn wir darauf zugreifen, dann ist es natürlich auch wichtig, dass die Daten schnell für uns zur Verfügung stehen. Es sind zwei Aspekte, die jetzt hier angegeben sind. Das ist einmal das inkrementelle Indizieren, das heißt, wir wollen überhaupt die Möglichkeit haben, neue Daten hinzuzufügen. Und auch wenn es erstmal absurd klingt, früher gab es einige Suchserver, die es nicht erlaubt haben, später noch Änderungen hinzuzufügen. Das heißt, der Index musste immer komplett neu aufgebaut werden. Das ist natürlich heutzutage mit den Lucene-basierten Lösungen nicht mehr der Fall. Zweitens sollen natürlich die Änderungen auch schnell verfügbar sein. Und auch hier sind zwei Aspekte. Wir wollen einmal die Änderungen schnell verfügbar haben auf einer Maschine. Das heißt, wir wollen, dass der Aufbau des Index einfach schnell geht, dass das Hinzufügen eines Dokuments schnell eine Auswirkung hat. Gleichzeitig, wenn wir von verteilten Daten sprechen, die Änderungen sollen auf allen Maschinen möglichst schnell zur Verfügung stehen. Generell zur Verteilung der Daten. Warum machen wir das? Zwei große Aspekte eigentlich. Erstmal, wir verteilen Daten auf mehrere Maschinen, weil wir eine höhere Leselast erlauben wollen. Das heißt, wir haben mehr Leute, die auf unsere Anwendung zugreifen. Wir fügen einen neuen Server hinzu, der dann weitere Leseanfragen erlaubt. Zweiter Aspekt, wir haben einfach größere Datenmengen, als auf eine Maschine passen. Also das ist ja eigentlich das Thema der Konferenz hier. Die Daten werden zu groß und unter Umständen einerseits zu groß, dass sie von einem Lucene-Index verwaltet werden können, aber auch zu groß, als dass sie für einen Server überhaupt verwaltet werden können. Und das hehre Ziel und auch das, was die Suchserver ermöglichen eben, wir haben eine leichtere Skalierbarkeit im Vergleich zu Datenbanken. Es gibt auch Datenbankreplikationen überall. In manchen Systemen muss man sich teuer bezahlen von dem Hersteller der Datenbank. Andere Systeme ist es unter Umständen ein bisschen komplexer aufzusetzen. Bei Suchmaschinen eben der sehr einfache Umgang damit. Die einfachste Möglichkeit, wie so eine Datenverteilung passieren kann, ist auch so, wie es klassisch in Solr umgesetzt war. Solr, das ältere System als Elasticsearch, und hat klassisch auf eine Master-Slave-Replikation gesetzt. Wir sehen hier in dem Diagramm, unten ist ein Master-System und mehrere Slaves. Unsere Anwendung greift dann auf unterschiedliche Art und Weise auf Master und Slave zu.
Das Master-System wird zum Schreiben verwendet, also Änderungen werden an den Master geschickt. Und lesend greifen wir dann über einen Load Balancer oder über ein clientseitiges Load Balancing auf die unterschiedlichen Slaves zu. Die Verteilung der Daten, also Änderungen, die reinkommen, werden dann von dem Master an die Slaves repliziert. Auch wenn der Datenfluss hier unten jetzt so aussieht, dass es vom Master zum Slave geht, muss der Master in dieser Architektur seine Slaves nicht kennen. Weil die Slaves pollen in regelmäßigen Abständen, meistens so ungefähr eine Minute, fragen sie immer wieder den Master, gibt es was Neues? Und wenn es was gibt, dann übertragen sie die Daten zu sich her. Das bedeutet, wir können ohne den Master neu zu konfigurieren oder Änderungen daran vorzunehmen, können wir dann zusätzlichen Slave einhängen, der sich dann beim Master immer wieder auch nachfragt, gibt es was Neues und sich die Indexbestände holt. Und dadurch können wir eben durch normale Load-Balancing-Mechanismen auch beliebig viele Systeme hier reinhängen und auch temporär eben eine höhere Last erlauben, eine höhere Leselast. Das Ganze hat einen großen Vorteil, ja, es ist einfach aufzusetzen. Wir haben es schon gesehen, wir können einfach neue Knoten hinzufügen und die nachher auch wieder rausnehmen. Also wir haben die Möglichkeit, unsere Anwendung sehr einfach zu erweitern. Aber auch ein paar Nachteile natürlich. Ich habe es gesagt, so standardmäßig wird da zum Beispiel jede Minute mal gepollt. Das bedeutet natürlich, die Daten stehen erst verzögert auf den Slaves zur Verfügung. Erstmal die eine Minute, wo vielleicht dann geguckt wird, gibt es überhaupt was Neues und dann natürlich auch die Zeit, um die Daten zu übertragen und so weiter. Zusätzlich ist das hier nur eine Lösung für die Erhöhung der Lesezugriffe. Wir haben noch keine Möglichkeit, größere Datenmengen zu verwalten, als es jetzt auf einer Maschine der Fall wäre. Wir haben nur die Möglichkeit, die Daten zu kopieren und auf unterschiedliche Weise darauf zuzugreifen. Zusätzlich, wenn wir das Diagramm nochmal anschauen, wir haben genau einen Master natürlich, der für die schreibenden Zugriffe zuständig ist. Wenn der ausfällt oder irgendwie korrumpiert ist, dann ist natürlich auch das ganze System kann nur noch lesend verwendet werden. Es gibt keine Aktualisierungen mehr. Und auch da will man eine Ausfallsicherheit erlauben. Sowohl Elasticsearch als auch Solr haben da Möglichkeiten. Und der Tobias zeigt mal, wie das mit Elasticsearch aussieht. Genau. Da gestaltet sich das Ganze etwas anders. In Elasticsearch habe ich ein Cluster. Und ein Cluster besteht eigentlich aus vielen Knoten. Ein Knoten kann jetzt wieder ein oder mehrere Indizes erhalten und ein Index besteht wieder aus mehreren Charts. Hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an, deswegen machen wir es uns vielleicht an einem kleinen Beispiel klar. Wir fangen an, wir haben einen Knoten, also in der Regel ist es so, im Produktivbetrieb läuft er dann auf einer physikalischen Maschine. Und in dem Beispiel haben wir zwei Indizes, wir haben so einen OTC-Truck, das ist ein Beispiel aus der Pharmabranche. OTC steht für Over-the-Counter, also Präparate, die man ohne Rezept in der Apotheke holen kann. Dann an so einem Präparat hängen gegebenenfalls Dokumente wie so eine Packungsbeilage. Da gibt es in der Pharmabranche rote Handbriefe, wenn es irgendwelche Verwarnungen gibt. Und die würde ich jetzt in diesem Beispiel in einem anderen Index abspeichern. Und da ich nur einen Knoten habe, habe ich keine Replikas für beide Indizes definiert. Und im ersten Beispiel habe ich ein Chart, im zweiten Beispiel habe ich vier Charts vorgegeben. Das heißt, die eigentlichen Daten, die liegen eigentlich in so einem Chart drin. Hier nützt es mir jetzt eigentlich überhaupt noch nichts, dass ich jetzt vier Charts habe, weil ich nur einen Knoten habe. Was passiert jetzt, wenn ich einfach einen neuen Knoten hinzufüge und ich sage für meinen ersten Index, ich möchte ein Replika, dann verteilt sich der Chart, der wird einfach repliziert auf den zweiten Knoten in diesem Fall. Das heißt, die Leseabfragen, die können jetzt gegen den hier oder gegen den hier gehen und dadurch kann ich natürlich entsprechend skalieren und gegebenenfalls meine Abfragen sind dann in der Regel schneller. Für diesen Dokumentenindex ist es so, okay, ich habe noch keine Replikas,
definiert, aber die Shards, die verteilen sich jetzt trotzdem einfach nach dem Algorithmus zwischen diesen beiden Knoten. Hat den Vorteil, dass beispielsweise die Schreibzugriffe, wenn ich was schreibe, sind dann natürlich schneller, weil ich jetzt auf zwei Knoten entsprechend schreiben kann. Aber ich habe in diesem Fall noch keine Ausfallsicherheit. Starte ich jetzt noch einen weiteren Knoten, besteht mein Cluster also aus drei Knoten, führt es einfach dazu, dass für den zweiten Index, wenn ich da Replikas definiere, die sich entsprechend verteilen, das heißt, der Index verteilt sich jetzt quasi über diese drei Knoten, während der erste bleibt noch auf zwei Knoten, da ich nur ein Replikat definiert habe. Wenn ich jetzt Replikas auf zwei setzen würde, dann würde hier einfach auch noch ein weiterer Shard hinzugefügt werden und ich könnte weiter entsprechend skalieren. Das heißt, diese Replikas, die sorgen zum einen für entsprechende Ausfallsicherheit. Wenn jetzt in diesem Fall der Knoten 2 runterfahren würde, dann wäre weiterhin der Knoten 1 ja verfügbar und der Index könnte in beiden Fällen komplett über diese beiden Knoten bedient werden oder ist über diese beiden Knoten einfach verfügbar. Das heißt, bei Elasticsearch habe ich keinen dedizierten Master. Wenn ein Knoten also ausfällt, dann wird entsprechend immer ein anderer Master bestimmt. Und für die schreibenden Zugriffe, ich muss aber aufpassen bei so einem Split-Brain-Problem. Das heißt, Split-Brain-Problem, ich habe mehrere Knoten in meinem Cluster und die Netzwerkverbindung kappt den Cluster in zwei Teile, dann wäre es natürlich problematisch, wenn jetzt in beide Teile weiterhin geschrieben wird, weil dann werden irgendwann ist die Netzwerkverbindung wieder gefixt und dann entstehen Inkonsistenzen, weil die Daten nicht mehr zusammengeführt werden können. Das heißt, bei so einem Split-Brain-Problem kann man auch entsprechend konfigurieren in Elasticsearch, dass ein Cluster oder nur noch dann aktiv ist, wenn er n plus 1 durch 2 Knoten hat. Das heißt, der zweite Cluster, der sich dann bildet durch dieses Netzwerkproblem, der wird dann einfach deaktiv und nimmt keine schreibenden Zugriffe mehr entgegen. Ein Problem wurde gestern schon vom Bernd Vondermann, ich weiß nicht, wer da in der Session war, angesprochen, ist dieser Konsensus-Algorithmus. Das heißt, da gibt es teilweise Probleme beim, wenn ich mit sehr großen Datenmengen arbeite und im Clusterverbund, da können gewisse Inkonsistenzen entstehen. Das ist dieses Call it maybe, da gibt es gewisse Blog-Einträge, wo sie einfach noch dabei sind, dieser Bug, der ist noch nicht ganz gefixt. Das trifft jetzt aber nicht nur bei Elasticsearch zu, sondern die Probleme gibt es auch bei diversen, sage ich mal, anderen Speichersystemen. Und da stellt jetzt der Florian was vor zu Solar, wie das jetzt in den neueren Solar-Versionen funktioniert, wo wir dieses Problem dann nicht haben. Ja, genau. Also das große Problem bei Elasticsearch und auch bei vielen anderen Systemen, was so die Leute, die sich tiefer gehen, damit beschäftigen, wie eben dieser Kyle Kingsbury, der die Blogposts schreibt dazu und die Systeme auf ihre Ausfallsicherheit überprüft, ist meistens der eigenimplementierte Consensus-Algorithmus, wie es der Tobias schon gesagt hat. Und im Fall von Solar gibt es da eine andere Möglichkeit. In neueren Versionen gibt es das Feature namens Solar Cloud. Also es ist nach wie vor weiterhin möglich, mit so einer Master-Slave-Replikation zu arbeiten. Aber das hier ist ein alternativer Einsatz von Solar, wo eben dann mehrere Solar-Instanzen, wie bei Elasticsearch, auch einen wirklichen Cluster bilden können. Das heißt, es ist egal, welche ich lesend oder schreibend befrage. Ich frage immer den Cluster an sich und nicht mehr irgendwie getrennt einen Master und einen Slave. Solar implementiert es eben anhand des Apache-Projekts Zookeeper, das eben einfach so ein System zur Verwaltung von unterschiedlichen Maschinen ist, unter anderem auch zur sowas wie ein Directory-System. Und eben wirklich das einzige System, das bei den Tests von dem Kyle Kingsbury als okay rausgekommen ist. Also alle anderen Systeme haben die unterschiedlichsten Probleme gezeigt. Zookeeper bildet hier so einen eigenen Cluster, eben mit drei Knoten. Also wir sehen hier drei Maschinen, die wir haben.
Auf jedem ist so ein Zookeeper installiert. Wir können dann, je nachdem, wie viele Maschinen wir einsetzen wollen, um eben Solar zu betreiben, es kann auch der gleiche Server sein, wo das drauf ist, und können wir sagen, diese beiden gehören zum Cluster. Die Koordination des Clusters wird dann komplett von Zookeeper übernommen. Und Zookeeper baut eben auf einer Variante von diesem Paxos-Protokoll, was eigentlich schon bewiesen ist, dass das ein sicherer Mechanismus ist und deswegen auch unter Umständen weniger Probleme machen kann als ein Einsatz von Elasticsearch. Aber wir sprechen hier meistens von sehr, 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 sehr unwahrscheinlichen Gegebenheiten, aber es ist einfach was, wo man sich vorher Gedanken machen sollte, welches von den Systemen man einsetzt. Und wenn es um eine sehr hohe Datensicherheit geht, dann ist unter Umständen hier so ein System mit Solar Cloud eine Alternative zum einfacheren zu verwendenden Elasticsearch. Genau, der Zugriff hier ist jetzt mal im Beispiel auch wieder über einen Load Balancer. Es gibt auch die Möglichkeit, über diesen Solar J Client, das ist einfach eine Java-Bibliothek, auch ein clientseitiges Load Balancing zu machen, also dass man auf diesen Load Balancer verzichtet. Aber grundsätzlich bei diesem System, man hat eine höhere Datensicherheit, aber auch natürlich einen deutlich höheren Aufwand, um das überhaupt aufzusetzen. Man braucht jetzt nicht nur Expertise in Solar, sondern man muss auch noch zusätzlich die Zookeeper-Instanzen betreiben. Das waren die grundlegenden Themen, so was wir zur Datenstruktur und zur Verteilung zu sagen haben. Jetzt gehen wir mal auf ein paar Anwendungsfälle ein. Natürlich, wie können wir das Ganze nutzen, um dann unsere Anwendungen zu unterstützen? Genau, bei den Anwendungsfällen tun wir einfach immer zwischen Elasticsearch und Solar switchen. Wir sagen dann immer einfach kurz was davor. Also erst nochmal der richtige Basisanwendungsfall ist, die Suche ist jetzt einfach ein zentraler Bestandteil und steht nicht mehr irgendwo neben der Applikation. Und meine Backend-Systeme wie die relationale Datenbank oder vielleicht so ein CMS oder ein Dateisystem und was auch immer, das nutze ich dann in der Regel für die Verwaltung, das heißt für solche CRUD-Operationen, schreibende Zugriffe, einfach zum Speichern. Über entsprechende Indexierungsprozesse gelangen die ganzen Daten dann in meinen Suchserver und die Abfragen von meiner Anwendung, die gehen dann im Vergleich zu früher nicht mehr auf die Datenbank, sondern die gehen dann direkt über den Suchserver. Das kann ich zum einen über verschiedene Backend-Systeme machen, so eine Nutzung, aber ich kann auch, wie wir im nächsten Beispiel sehen, das Ganze machen, dass ich das jetzt bezogen auf eine Datenbank mache. Da habe ich ja das Problem, wenn ich verschiedene Entitäten habe, ich habe jetzt so irgendwas wie eine News-Tabelle, ich habe vielleicht eine Report-Tabelle und ich habe noch irgendwie Dokumente und die eigentliche Payload, also der eigentliche Dokumenteninhalt, der ist irgendwie ausgelagert in eine Extra-Tabelle, dann habe ich ein Problem, wenn ich das Ganze in einer Liste anzeigen möchte. Dann kann ich hergehen und kann sagen, okay, ich mache einfach eine Datenbank-View, wo ich die verschiedenen Tabellen vereinheitliche. Dann kann ich eine Liste mit, sage ich mal, News-Reports und den Dokumenten anzeigen. Aber naja, spätestens, wenn ich dann noch irgendwie eine Suche drüber setzen möchte, dann scheitert es zumindest, wenn ich mir auch noch den über den Content suchen möchte. Das heißt, so eine Vereinheitlichung in einer relationalen Datenbank ist dann eher schwierig. Und über den Index in der Suchmaschine gelingt mir das ganz einfach, also oder relativ einfach. Setzt natürlich entsprechendes Mapping voraus, was der Florian vorher eben in seinen Beispielen vorgestellt hatte, dass ich dann eben sage, mein Titel wird auch im Index auf einen Titel gemappt oder ich habe irgendwie eine Message und ein Abstract beim Report, dass die dann in das gleiche Indexfeld gemappt werden, wenn ich das anzeigen möchte. Typischer Anwendungsfall ist CRUD-Dialoge, die hat man wahrscheinlich in jeder klassischen Applikation. Und in diesem Beispiel habe ich Mitteilungen und an so eine Mitteilung kann ich gewisse Tags hängen. Das heißt,
Aus relationaler Sicht habe ich eine Mitteilungstabelle, ich habe eine Tag-Tabelle und da ist einfach eine N-zu-M-Beziehung. So, wenn ich jetzt in meinen Grunddialogen habe ich viele Mitteilungen und ich möchte die irgendwie verwalten, dann ist es natürlich ganz geschickt, wenn ich sowas wie eine Suche habe. Die Suche soll zum einen auf die Tags gehen und soll auch auf die Mitteilung gehen. Und wenn ich das Ganze jetzt in SQL abbilden würde, wenn ich nach Geschäft und Vertrieb suche, wird sich das so gestalten, dass ich entsprechend auf die Mitteilungstabelle gehe und suche dann nach diesen beiden Begriffen. Und außerdem muss ich natürlich auch noch auf die Tag-Tabelle vielleicht gehen. Mit so einer Like-Query kann ich ja Textfragmente entsprechend auffinden, wobei dann ist es so, dass der Index auf der relationalen Datenbank auch nicht greift. Mache ich das Ganze über eine Suchmaschine, hier modelliert mit Elasticsearch, habe ich meine Query, gebe meine beiden Suchbegriffe ein und sage, dass die mit N verknüpft werden sollen. Wenn ich mir das so anschaue, naja, ist es vom, sage ich mal, von der Komplexität, sieht es ja noch ganz gut aus. Auch bei der relationalen Datenbank. Wenn ich jetzt aber nach drei Suchbegriffen suche, dann ist es natürlich so, bei der relationalen Datenbank muss ich das Ganze entsprechend wieder verunten. Und dann sehen wir schon einen Unterschied, dass diese Query, die ich mir da zusammenbauen muss, die wird dann natürlich entsprechend komplexer und bei steigenden Datenmengen wohl auch ein bisschen langsamer. Dagegen mache ich das weiterhin mit Elasticsearch. Sieht man hier, ich gebe einfach meine drei Suchbegriffe ein, habe meinen Operator und das Ganze ist auch sehr schön lesbar, denke ich mal. Am Anfang hat man schon kurz über Facetten geredet. Das heißt, Facetten sind so Gruppierungen, die ich auf meinem Index erstelle und die kann ich auch ganz gut zur Navigation nutzen. Das ist ein Beispiel wiederum aus der Pharmabranche. Da gibt es gewisse Events und wenn ich dann als Vertriebsmitarbeiter beispielsweise diese Events finden kann, dann kann ich über so eine Facette, über so eine Filterung da einfach gehen. Man sieht in dem Moment gar nicht, dass es sich im Hintergrund um eine Suche handeln kann. Ich kann das Ganze auch über SQL abbilden und dann meine entsprechenden Gruppierungen machen über so eine Kategorie oder über, in dem Fall hier unten, über ein Land oder über die Location, wo dieses Event stattfindet. In unserem Fall war das so, wir mussten das über eine relationale Datenbank machen, das heißt, wir hatten keine Suchmaschine zur Verfügung. Das Ganze bedeutet dann, ich brauche eine SQL-Query für diese eigentliche Liste, aber für diese Filterung, um die zu bilden und dann hier rauszufinden, okay, dass in Atlanta, Georgia genau ein Event ist, brauche ich jeweils auch für jede Gruppierung eine Query. Das Ganze, das ist also Live-Code, das hat sich so gestaltet, dass ich 7 SQL-Abfragen brauche. Es war halt damals nicht möglich über einen Kunden, nicht zulässig, um das Ganze aufzubauen. Und eine Abfrage für so eine Filterung ist dann einfach, wenn ich nach meinem Land suche, dann muss ich irgendwie zählen und ich muss meine entsprechenden Joins hinten dran bilden und die ganzen Werbedingungen aus den anderen Filterkriterien zusammennehmen. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, das geht vermutlich nur auf relativ kleinen Datenmengen. Also wenn man da wirklich sehr viele Events hätte, dann kann das irgendwann zum Problem führen und das ist natürlich auch nicht immer so toll wartbar, auch wenn wir das natürlich irgendwie generiert haben, aber wenn man sowas mit einer Suchmaschine machen kann, in dem Fall mit Elasticsearch, ist so eine Facette mal dargestellt, gestaltet sich das deutlich übersichtlicher und ist auf jeden Fall auch einiges wartbarer. Also hier sieht man dann, wie ich nach den Kategorien, Indikationen eben aus dem Pharmabereich, ist es Location, Countries oder auch solche Datumsranges filtern kann und die Ergebnisse, die ich dann zurückbekomme von so einer Elasticsearch Query, diese sogenannten Aggregations, sind dann einfach, in dem Fall schaue ich auf meine Locations, für Berlin habe ich jetzt 626 Treffer oder für Basel 93. Und das ist natürlich deutlich einfacher wie eine SQL-Query. Ein
anderer Anwendungsfall ist sowas wie Personalisierung und Berechtigung. Das heißt, manchmal hat man ja das Problem, dass man auf wirklich auf Datensatzebene Berechtigungen vergibt für Abteilungen beispielsweise, dass manche Mitteilungen sollen vielleicht nur das Management sehen. Oder in unserem Fall ist es so, wir machen viel mit Portalen und Portalen ist ja eher so wie ein Cockpit. Und dann nutzen wir das Ganze für die Personalisierung. Das heißt, der User soll eigentlich nur die Sachen erstmal sehen, die für ihn relevant sind, aber er kann bei Bedarf auch mehr sehen. Das heißt, wir haben so ein Mitteilungsportlet und er sieht eben die Sachen, die für ihn relevant sind. Wenn er dann auf personalisierte Mitteilungen klickt oder wenn er alle Mitteilungen sehen möchte, dann sieht er halt entsprechend alles, was in dem Unternehmen passiert. Das Beispiel ist jetzt gemacht mit Zola. Die ganze Abfrage ist ein bisschen komplizierter, weil da noch andere Sachen dahinter hängen. Aber der eigentliche Kern ist dann, dass ich in dem Fall solche Tags habe, die hierarchisch geordnet sind. Das heißt, ich habe irgendwie meine Organisationseinheit, habe dann unten drunter meine Abteilung. In dem Fall ist es jetzt Außendienst. Und letztendlich, wenn ich dann so nur meine personalisierten Abteilungen sehe, tue ich einfach in meiner, so sage ich mal, in meiner Werbedingung diesen entsprechenden Filter setzen. Und genauso funktioniert es dann auch bei Berechtigungen. Das würde ich dann natürlich jetzt nicht hier vorne irgendwie über so einen Button machen, sondern dann einfach auf der Service-Seite muss ich dann vielleicht aus meinem LDAP die entsprechenden Berechtigungen rausholen und dann entsprechend den Filter da aufsetzen. Ja, mit dem großen Vorteil natürlich, dass diese Filterung und auch generell der Zugriff halt viel, viel performanter ist oder oftmals performanter sein kann als der Zugriff über eine Datenbank, weil eben auf den Lesezugriff optimiert ist auf unterschiedliche Art und Weise. Wir kommen mal zu dem, wo das natürlich auch noch mehr ausschlaggebend genutzt wird. Klassisches Beispiel E-Commerce, natürlich Amazon setzt vermutlich weder Elasticsearch noch Zola ein, aber man sieht die ganzen Aspekte auch an der Seite sehr, sehr schön. Auch sowas wie die Facettierung ist eigentlich erst populär geworden, vor allem durch Amazon und eBay irgendwie, wo halt dann links diese Kategorieseiten, Kategorien angezeigt werden, wo dann auch für die momentanen Suchbegriffe eben eingeschränkt werden kann, was genau gesucht wird. Und was auch den Zugriff natürlich dann auf große Datenbestände sehr, sehr einfach machen kann. Was wir hier jetzt sehen, ist allerdings keine Suchseite bei Amazon, sondern das ist eine normale Kategorienseite. Das heißt, wir sind hier über die Navigation hier oben hingekommen. Aber interessant ist, dass diese Seite genauso aussieht wie eine Suchseite. Und das hat auch den einfachen Grund, dass ohne dass ich Details bei Amazon kenne, bin ich mir sehr sicher, dass auch hier natürlich der gleiche Data Store und die gleiche Zugriff verwendet wird wie über die Suche. Das heißt, auch so eine Kategoriennavigation und die Inhalte, die da ausgespielt werden, kommen aus der Suchmaschine, ohne dass der Benutzer halt einen Begriff eingibt. Wir nutzen dann die Mechanismen der Facettierung, die eben geboten sind hier, um sowas links aufzubauen, aber haben jetzt keinen Suchbegriff von dem Benutzer, sondern schränken eben nur anhand der Kategorie ein. Hat dann gerade beim E-Commerce natürlich den riesigen Vorteil mit der leichten Skalierbarkeit. Also ich war an einem größeren System mal von einem Einzelhändler beteiligt. Die hatten öfters sonntagabends Werbung geschaltet und da ist regelmäßig dann, sind einige von den Frontend-Knoten ausgefallen und es lag vor allem daran, dass halt die Zugriffe auf die Datenbank nicht mehr verkraftet werden konnten. Und wir haben dann nach und nach eben die ganze Kategorien-Listing auf Auslieferungen aus der Suchmaschine umgestellt und das Problem ist eigentlich viel, viel besser geworden. Also die leichte Skalierbarkeit, E-Commerce. Es gibt unterschiedliche, je nachdem, was für einen Laden man betreibt oder was man verkauft, gibt es unterschiedliche Zugriffsmuster. Hier im Fall von meinem damaligen Kunden, sonntagabends, wenn sie Werbung geschaltet haben, waren besonders viele Leute darauf unterwegs. Aber bei anderen
Anbietern, jetzt zum Beispiel Amazon, wird zum Beispiel im Dezember wahrscheinlich so das Hauptgeschäft sein, ohne dass es ein bestimmter Wochentag ist oder so, wo dann wahrscheinlich auch leicht mehr Systeme hinzugeschaltet werden können. Oder auch bei sowas wie Spielzeughandel oder so, wo dann einfach eine bestimmte Saison im Jahr auch ist, irgendwie, wo November, Dezember deutlich mehr Zugriffe sind als im restlichen Zeitraum des Jahres. Und es natürlich dann auch möglich sein soll, für diese Zeit getrennt zu skalieren. Und das kann durch eine, mit einer relationalen Datenbank deutlich schwieriger sein. Wie sieht das Ganze aus? Die klassische Applikation hier. Früher war der Suchserver eher nur ein Teil, der irgendwo in der Anwendung drin war, um die Suchseite darzustellen. Aber mittlerweile rückt der Suchserver einfach in den Mittelpunkt und übernimmt damit auch Aufgaben, die traditionell eher von der Datenbank übernommen wurden, wie eben in dem Fall von dem Kategorielisting. Hierarchische Facettierung hier bei den Kategorien. Wie bildet man sowas ab? Sowas ist relativ einfach möglich die letzten 30 Tage. Wir sagen einfach, in dem Bereich soll es sein. Aber hier solche hierarchischen Informationen können natürlich auch trotzdem in Suchmaschinen abgelegt werden. Eigentlich genau der gleiche Mechanismus, wie es auch der Tobias gezeigt hat mit den Berechtigungen. Wir legen einfach so eine Baumstruktur ab. Also wenn Bücher, Fachbücher, wird dann als zwei Terme indiziert, einmal als Bücher und einmal als Bücher, Fachbücher. Der Bereich Bücher hat nur den Term Bücher. Wenn wir dann einschränken wollen, wir wollen nur Informationen eines bestimmten Bereichs, wir sagen einfach, wir wollen hier diesen Bereich aufbauen und sagen, okay, gib uns einfach die Facette auf dieses Field Category, wo wir hier die Daten abgelegt haben. Und wir können dann sagen, okay, wir wollen überhaupt keine Ergebnisdokumente dazu haben, sondern einfach nur diese Struktur. Die Darstellung der Inhalte dann, wenn jemand auf so einen Bereich geklickt hat, ist dann einfach eine Filterquery, also die Filterung der zurückgelieferten Dokumente auf einen dieser Bereiche, auf den Bereich Informatik hier. Und wenn wir das genauso diesen Term im Index abgelegt haben, in dieser Struktur, werden auch nur noch Dokumente zurückgeliefert, die eben genau in dieser Kategorie sind. E-Commerce, ganz wichtiger Treiber für viele Anwendungen, die den Suchserver betreffen. Aber hier jetzt auch mal noch ein anderes Beispiel, was auch eher so sehr stark mit Elasticsearch aufgekommen ist. Sowas wie Analytics auch über die Suchmaschine zu machen. Hier so ein, was ich früher öfters gemacht habe, am Beispiel von einfach indizierten Tweets, also Twitter-Statusmeldungen, die man eben sehr einfach in Elasticsearch indizieren kann. Twitter stellt die zur Verfügung. Und das hier ist das Frontend Kibana. Es gehört auch so zum Elasticsearch-Umfeld. Wird meistens für zentralisiertes Logging der Auswertung verwendet. Aber man kann es eben auch für andere Daten verwenden. Und wir kriegen hier ganz neue Einblicke. Also hier sieht man zum Beispiel, das ist für eine Konferenz, die Tweets, sieht man, wann die Leute besonders viele Tweets geschickt haben. Also hier gibt es so einen riesigen Ausschlag, wo wohl irgendwas passiert sein muss. Zusätzlich kann man natürlich auch eingrenzen auf manche Sachen. Also hier zeigen wir uns die häufigsten Hashtags an, die eben verwendet wurden. Java 8 und Java 7, Java IE 7 waren da die heißen Themen. Oder auch, welche Benutzer besonders häufig genannt wurden, wo man hier eben sich aufteilen kann. Und allein nur durch die Visualisierung der Daten kann man auch ganz, ganz neue Zusammenhänge entdecken. Also das hier ist noch eine ältere Version von Kibana, die man auch noch auf dem älteren Feature nutzt, aber mit den in Elasticsearch mittlerweile enthaltenen Aggregations sind da auch deutlich, deutlich komplexere Möglichkeiten da. Und der Tobias zeigt ein Beispiel dazu. Genau. Jetzt eher so ein Beispiel aus dem Enterprise-Bereich. In der Pharmabranche sind die ganzen Umsätze entsprechend öffentlich. Zumindest sind sie, sag ich mal, kaufbar, diese ganzen Daten. Und wenn ich die jetzt in meiner Datenbank irgendwo schon abgelegt habe, würde dann sowas drinlegen,
wie das ist mein Präparat, da habe ich in dem Monat den Umsatz gemacht und dieses Präparat ist irgendwo bei mir in so einer BU oder in so einer Linie zugeordnet. Wenn ich das Ganze dann indiziere in Elasticsearch, wie in diesem Beispiel mit Kibana dann drauf schaue, dann kann ich relativ einfach online solche Aggregationen machen. In dem Fall ist es eine Aggregation über Sell-In. Sell-In ist in der Pharmabranche den Umsatz, den Pharmahersteller macht mit den Großhandel, also nicht die Apotheken, sondern es gibt solche Großhändler und an die geben die halt ihre Präparate weiter und die werden dann wiederum weiterverkauft. Und der Sell-In ist dann eben in dem Fall in einem Pharmaunternehmen irgendwie einer Linie zugeordnet und eine Linie gehört wieder so, zu einer Business Unit. Business Unit ist sowas wie Generika beispielsweise. Und hier kann ich dann einfach entsprechend dann sehen, okay, ich habe so eine, in dem Fall BU-GX, also das GX sind Generikas und da habe ich auf der Linie dann diesen entsprechenden Umsatz. Sowas wie diese Kibana ist dann aber natürlich eher irgendwas für, sage ich mal, Prototyping in dem Fall, wo ich schnell meine Sachen zusammenklicken kann. In der Enterprise-Applikation müsste ich das dann natürlich auch richtig entsprechend integrieren. Mit JavaScript ist es heutzutage aber mit D3JS oder sowas relativ einfach. Gut, nach den ganzen Anwendungsfällen ist es auch so, dass es einige Fallstricke gibt, auf die man achten sollte und die wollen wir natürlich hier auch nicht verschweigen. Das erste ist, ich habe ein neues System mit dem Suchserver drin und dadurch ist es ganz klar, steigt meine Komplexität von der Architektur. Das ist überall so, das hat jetzt nichts speziell mit dem Suchserver zu tun. Wenn ich halt ein SAP-System noch als Backend-System anbinde, dann wird die Architektur zwangsläufig ein bisschen komplexer. Im Bereich Suchserver bedeutet das einfach, ich muss darauf achten, dass meine Systeme synchronisiert sind. Also das heißt, wenn ich was in die Datenbank schreibe, dann muss das natürlich auch entsprechend im Suchserver drin sein nachher, damit ich das lesen kann, sonst wird das Ganze inkonsistent. Das sehen wir gleich auf der nächsten Folie ein Beispiel dazu. Nächster Aspekt ist die Fehlersuche. Durch dieses zweites System ist es natürlich auch so, dass ich einen weiteren Verursacher habe für meinen Fehler. Das heißt, wenn ich jetzt ein Produktionsproblem habe, kann das sein, dass es irgendwie von der Datenbank herrührt oder es kann irgendwo auch vom Suchserver sein. Wenn ich das Ganze nachstellen muss, ist es natürlich auch komplexer. Also in unserem Fall haben wir teilweise auch Applikationen, wo wir auf die Produktivdaten vom Kunden kommen und wenn dann entsprechend das Problem ist, kann ich mir einen Dump ziehen vom Kunden statt meinen Applikationsserver und kann das relativ einfach nachstellen. Habe ich jetzt noch einen Suchserver drin, muss ich halt erstmal vielleicht meine komplette Suche, also den Suchserver indizieren, die ganzen Daten aus der Datenbank, dann dauert das entsprechend länger und ist vielleicht komplexer nachzustellen. Entwicklungssetup ist auch sowas. Heutzutage mit solchen Frameworks wie Spring Boot hat man relativ schnell einen Einstieg und wenn ich meine Applikation dann irgendwie in meiner Versionsverwaltung habe, im Idealfall checke ich die aus, klicke auf Run und im Hintergrund wird in der Inline-Datenbank, in Memory-Datenbank vielleicht die ganzen Testdaten angelegt und ich kann einfach loslegen. Habe ich noch einen Zuserver? Es ist kein Problem, aber ich muss mir natürlich auch überlegen, wäre es natürlich geschickt, wenn ich auschecke, dass dann sofort irgendwie, wenn ich meine Applikation starte, auch im Suchserver im Hintergrund mitgestartet wird und die entsprechenden Daten da auch rein indiziert werden. Also da muss ich vielleicht irgendwas zusätzlich da noch machen und ich muss auch darauf achten. Das war bei uns auch schon der Fall. Wir haben natürlich mehrere Projekte und in mehreren Projekten ist auch ein Suchserver drin und wenn dann der Suchserver von, ich switch zwischen einem Projekt zum nächsten, und wenn es blöd läuft, ist halt der Suchserver im Hintergrund noch gestartet und ich gehe auf eine andere Datenbank. Also ist kein Problem generell, aber muss einfach sich dessen bewusst sein und das Ganze vorbereiten. Zur Synchronisierung, ein Beispiel anhand der Transaktionen. Ist ein Beispiel mit Groovy und Grails. Man stellt sich vor, das wäre ein Service und generell ein Service ist transaktionssicher. Ich habe in dem Fall
habe ich hier so eine Speichermethode für eine Studie und ich habe hier unten noch so einen Dokumentenservice, da ruft auch eine Speichermethode auf. Wenn ich jetzt so vorgehe, dass ich sage, okay, ich speichere meine Studie, indiziere danach die Studie und speichere danach mein Dokument und hier tritt ein Fehler auf, hat es ja zur Folge, die Transaktion wird zurückgerollt. Das heißt, das Dokument ist natürlich nicht da, weil da der Fehler auftritt, aber diese Studie hier oben ist natürlich auch weg. Wenn ich das Ganze dann natürlich aber zwischendurch, weil der Fehler erst unten auftrat, schon an den Suchserver abgeschickt habe, dann ist es natürlich zu spät. Das heißt, ich hätte irgendwie Inkonsistenzen in der Suche, wären die Daten dann drin und in der Datenbank eben nicht. Das heißt, muss man darauf achten. Das heißt, erst nach einer erfolgreichen Transaktion quasi die Daten dann auch wirklich reinzuschreiben. Also wir machen sowas dann über, da gibt es in Hibernate solche Post-Commit-Listeners, wo man das generisch dann einfach lösen, dass erst nach dem Commit das Ganze geschrieben wird und da holt sich dann einfach diese Studie, würde sich dann einfach rausholen und indiziert sie entsprechend. Weiteres Thema generell, was die Daten betrifft, die man gespeichert hat. Wir haben vorhin den Analyzing-Prozess gesehen, irgendwie, wo dann der Text aufgesplittet wird und in einzelne Terme aufgeteilt. Und das ist generell ein verlustbehafteter Prozess. Also schon allein dadurch, dass wir einen Text anhand der Leerzeichen aufsplitten oder dann auch in Kleinbuchstaben umwandeln, geht natürlich ursprüngliche Informationen verloren. Also wir wissen nicht mehr, war da jetzt ein Leerzeichen dazwischen oder war da ein Punkt dazwischen oder wie war das Wort ursprünglich geschrieben. Deswegen die Daten, wie sie dann nachher endgültig im Index landen, haben Informationen verloren. Ist normalerweise kein Problem mehr, vor allem im Fall von Elasticsearch wird auch der Originalinhalt zusätzlich noch gespeichert, standardmäßig, aber man muss sich das einfach im Hinterkopf behalten. Zusätzlich kann bei Suchservern auch das Update einzelner Felder schwierig sein. Also das heißt, auch da braucht man zum Herstellen des Index dann nicht mehr nur das einzelne Feld, sondern man braucht eigentlich alle Felder des Dokuments. Ist auch im Fall von Elasticsearch ist es eben so gelöst, dass der Originalinhalt mit gespeichert wird. Aber auch da ist, man braucht eigentlich immer den Originalinhalt noch, um Änderungen dann am Dokument vorzunehmen, eben weil auch die Informationen schon verloren gegangen sind. Das ist einfach was, wo ein bisschen anders ist als bei einer Datenbank, wo man einfach die Daten reinspeichert und dann nachher beliebig ändern kann und auch einzelne Felder updaten kann. Es gibt eben Lösungen dafür, aber es ist ein Unterschied. Weiterer Fallstrick ist die Testbarkeit. Also generell ist bei beiden Produkten, Solr und Elasticsearch, gibt es entsprechende Test-Frameworks, die man nutzen kann. Aber also man muss sie halt auch entsprechend einbinden und dann in seine normalen Applikationstests, die ich mit JUnit oder Spock oder irgendwas schreibe, dass sie da entsprechend genutzt werden. Ich kann natürlich genauso auch das Spock-Framework mitverwenden, um meine Suche zu testen, weil die Suche ist ja im Endeffekt geht ja über irgendeinen Service von mir, wird dann angesprochen, aber muss ich eben auch entsprechend zusätzlich mittesten. Sowas wie Relevanz ist bei der Testbarkeit natürlich immer ein bisschen schwierig, weil Relevanz ist einfach subjektiv. Vielleicht sieht der Kunde das doch ein bisschen anders wie ich, dass ich sowas nicht so hoch gerankt sehe. Das muss man dann entsprechend ausdiskutieren und das dann zu testen, geht dann teilweise wirklich nur individuell. Auch so ein Analyzing-Prozess, dass der dann die Sachen korrekt analysiert und entsprechend reinschreibt, wie ich es möchte, das kann natürlich auch ein bisschen, je nachdem wie viele Stufen ich da dahinter habe, komplexer werden. Und ähnliches, was wir vorher schon hatten mit den Transaktionen, ist es natürlich auch wichtig, dass ein Rollback erfolgt. Das nützt natürlich nichts, wenn ich meine JUnit-Test-Cases habe, meine Datenbank wird zurückgerollt, aber im Suchserver ist natürlich noch das alte Ergebnis drin und ich starte einen nächsten Testfall und dann geht es natürlich schief. Also das heißt, entweder ich muss dann, weil ich in meinen Testen normalerweise wenige Daten habe, dann muss ich einfach meinen Index im Hintergrund schnell aufbauen oder ich lösche ihn einfach komplett und fange nochmal von vorne an in so einen Test oder ich muss irgendwie für einen Rollback dann halt manuell sorgen, was tendenziell eher nicht so gut ist, aber muss halt darauf achten, weil sonst wundert man sich natürlich, dass das alles funktioniert, wenn ich einen Testcase habe, aber wenn ich dann auf meinem Jenkins bin und ich lasse die in Reihe durchlaufen, dann geht es natürlich schief.
Schließlich noch, auch verwandt mit dem, dass die Komplexität der Architektur steigt, man muss sich natürlich auch um den Betrieb der Systeme kümmern. Also das heißt, auch in Produktion, wir haben neue Prozesse, wo irgendjemand sich drum kümmern muss. Jetzt, wenn sowieso Java-Anwendungen zum Einsatz kommen, ist es meistens weniger ein Problem, weil ja sowohl Elasticsearch als auch Solar eben auf Java basieren. Und trotzdem in anderen Umfeldern kann das was ganz Neues sein und man hat da was Neues, womit man sich beschäftigen muss. Man hat auch einen extra Prozess noch, wo man sich drum kümmern muss, ist der verfügbar, man muss den monitoren. Also beide Systeme stellen da gute Informationen zur Verfügung, vor allem Elasticsearch hat ein wahnsinnig viele Informationen, die eben fürs Monitoring und Überwachung genutzt werden können. Aber man muss es eben einbinden. Im Fall von Elasticsearch auch wird das Problem direkt auch mitgelöst. Es gibt ein kommerzielles Produkt von der Firma hinter Elasticsearch, das eben für so eine Monitoring-Oberfläche zur Verfügung stellt, was sehr, sehr nützlich sein kann, wo dann auch zeitbasierte Verläufe eben beobachtet werden können, wie verhält sich mein System über die Zeit. Generell, wenn man mehr Anwendungen betreibt, man muss sich darum kümmern, es gibt verteilte Logfiles. Wir haben nochmal eine neue Anwendung, wo die Logfiles da sind. Aber auch hier gleich mit Elasticsearch eigentlich die Lösung eben, mit dem Elk-Stack, wo wir zentralisiertes Logging eben sehr einfach damit umsetzen können. Monitoring habe ich schon erwähnt, eben beispielsweise über das Marvel, aber auch da beide Systeme über HTTP-Schnittstellen ansprechbar sind und die Informationen zurückliefern, sind beide gut zu monitoren eigentlich, aber es ist einfach was Neues. Das heißt, was bringt jetzt eigentlich diese Umsetzung von Applikationslogik auf Basis einer oder mehrerer Suchmaschinen? Aus unserer Sicht werden die Abfragen teilweise einfacher. Ich bin flexibler für Erweiterungen. Ich habe bezüglich Skalierung habe ich es einfacher und kann dadurch auch Performance-Vorteile erzielen. Meine Queries werden schneller. Und haben wir jetzt gar nicht so detailliert betrachtet. Es werden natürlich auch neue Anwendungsszenarien denkbar. Das heißt, ich kann vielleicht irgendwie meine Fuzzy-Suche oder sowas dann auch damit einbinden und eben diese Aggregations, was wir da gesehen haben, das ist so vielleicht teilweise gar nicht möglich gewesen mit klassischen Applikationen. In diesem Sinne, vielen Dank. Wir beide sind auch Organisationen vom Search Meetup. Wenn jemand in Karlsruhe ist und wir haben wieder ein Search Meetup, würden wir uns natürlich freuen, wenn wir Sie da auch begrüßen dürfen. Dankeschön.